Hallo liebe Freunde und Zuschauer, ja, willkommen zurück zu einer neuen Intro Vitersen Sonderdilektrischen Folge von Skyrim. Ja, was müssen wir diesmal machen? Nun, wir haben ja in der letzten Folge eine neue epische Waffe bekommen. Und ja, da würde ich sagen, nachdem diese Detra-Quest fertig ist, machen wir unsere Hauptquest weiter. Das ist ja schließlich unsere Primärmission hier, nämlich das Falmerblut zu sammeln. Und Waldelfenblut fehlt uns noch. Ich denke, das werden wir mal so im Verlauf unserer Story irgendwo mal finden. Deswegen machen wir die andere Hauptquest, nämlich wir müssen mit dem Charl von Weißlauf sprechen. Wo befinden wir uns momentan? Wow, was ist jetzt los? Ah, das sieht doch schwer nach Riften aus. Okay, da sind mir ein paar Quadratmeter zu weit. Wir müssen also nach Flusswald. Nee, warte mal, Charl. Nee, wer war das nochmal? Nee. Ach ja, Weißlauf, nicht Flusswald. Ja. Ja, es ist schon sehr spät. Drachenfeste, genau. Da müssen wir hin. Die Drachenfeste verdankt ihren Namen dem ehemaligen Nordhelden Olaf Einauge, der seinen Feind, den großen Drachen Luminex, in den Mauern des Palastes gefangen hielt. Aha, jetzt haben wir was gelernt. In Geschichte muss man halt aufpassen, das ist schon wichtig. Yeah. Oh yeah. Das ist schon stylisch, das muss ich schon sagen. Das könnte man stundenlang machen. Ui. Ich bin ein Drache, aber ich bin tot. Ich bin ein untoter Drache. Okay. Ihr habt doch die Schlucht erledigt, nicht wahr? Wie genau. Kann ich euch helfen, Gefährte? Gar nicht. Hey, geh doch rein. Achso. Dragon's Reach. Ja. Sehr merkwürdig, warum die Namen auf Englisch sind. Sehr eigenartig. Ich denke, das ist ein Fall für einmal ein Abdallah von Galileo Mystery. Okay. Während der sich mit dieser sonderbaren Mission beschäftigen wird, werden wir uns mit dem Charl unterhalten, der uns sicherlich einige nützliche Informationen hat. Was benötigt ihr? Ich brauche eure Hilfe, ich muss einen Drachen in eurem Palast fangen. Ah, ja. Ich muss mich wohl verhört haben. Ja, es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Ja, so steht's dran. Tja, ihr wisst, ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Dann wäre es ja nicht wichtig. Aber wenn ich frage, dann wäre es wichtig. Und demnach ist es wichtig. Sonst wäre es ja nicht wichtig. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. Wir werden die Drachen eben weiterhin nach besten Kräften bekämpfen müssen. Was ihr da von mir verlangt, wieso sollte ich mich damit einverstanden erklären, einen Drachen ins Herz meiner Stadt zu lassen, nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe, die Biester fernzuhalten? Tja, weil es einfach der einzige Weg ist, die Drachenangriffe zu stoppen. Es muss einen anderen Weg geben. Das Risiko ist zu groß. Na, dann würde ich sagen, dass die Gefahr wesentlich größer ist, als ihr glaubt. Alduin ist nämlich zurückgekehrt. Alduin? Der Weltenfresser selbst? Ja. Wie können wir gegen ihn kämpfen? Habe ich doch gerade gesagt. Ist ja nicht das nahende Ende der Welt? Tja, also ich würde sagen, da ich ja der King hier bin und ich hier mal wieder eure Ärsche retten muss, würde ich einfach mal sagen, dass es mein Schicksal ist, ihn aufzuhalten. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich habe gehört, die Graubärte hätten euch gerufen. Ja, mir reicht das. Also was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? Genau so ist es. Denn das ist schließlich die einzigste Möglichkeit, Alduin zu finden, bevor es zu spät ist. Dann wird Weißlauf euch zur Seite stehen, Drachenblut. Ha, warum nicht gleich so? Wir werden das Risiko eingehen und Ruhm ernten. Ja, schon. Also, recht. Wie lautet schon. Der Plan? Der Plan lautet... Wie wollt ihr einen Drachen denn in eine Falle locken? Ja, das ist kein Problem. Im Prinzip weiß ich zwar den Plan noch gar nicht, aber ich kenne da so ein paar Leute. Ich habe da so ein paar Connections im Untergrund und die können mir bestimmt helfen. Nun, das überlasse ich euch. Ich vertraue darauf. Ja, ist okay. Vermutlich besser so.
Dadurch habe ich etwas Zeit mit... Wir werden bereit sein, keine Angst. Aber ihr habt doch einen Plan parat, um tatsächlich einen Drachen in diese Falle zu locken. Ja, denn mein Quest-Logbuch hat nämlich den Plan, nicht ich. Erlerne ein Schrei, mit dem man Doa King rufen kann. Dazu werde ich... Was zum Teufel? Wo ist denn das? Karfspitzenlager? Ah ja, okay. Karfspitzen, ihr könnt euch erinnern, Folge Pi mal Daumen, ich weiß es nicht mehr, 18 oder so, sind wir an der Karfspitze gewesen mit so und mit diesem alten Mann da und mit dieser einen Diebin, der ja, und da haben wir doch diese Aldrins Mauer da irgendwie uns angeguckt und ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. So. Okay. Dahin. Tempel der Himmelszuflucht. Genau, so hieß der Tempel, wo diese Alduins Mauer drin war. Genau, Tempel der Himmelszuflucht. Boah, was ist denn das für eine Mastertruhe? Naja. Sky Heaven Temple. Ja, 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 ja. Ey, ich sehe gar nichts. Lol. Ach ja, ich habe ja hier einen neuen Begleiter mir geholt. Auch ein ehemaliger Gefährte von den Gefährten. Ist also auch ein Werwolf. Er nennt sich Torva. Und zweifelsfrei ist er ein... Naja, ein Mann. Okay, wir müssen... hier raus. Und warten. Diese Razer-Mäuse, da haben schon was für sich, muss schon sagen, sind echt gut. Aber vielleicht werde ich mir auch wieder meine Logitech-Maus zulegen. Mal schauen. Razer, Logitech. Razer, Razer, Logitech, Logitech. Razer. Ach ja, da sind die Personen, die früher ich vorhin hab ich davon gemeint geträumt. Habe. Im Traum. Es gibt da wohl leider ein Problem. Ein schwerwiegenderes. Ich habe herausgefunden, wer der wahre Anführer der Graubärte ist. Alles schön und gut. Aber wusstet ihr, dass er in grauer Vorzeit Alduins oberster Stellvertreter war? Und verantwortlich für schreckliche Gräueltaten? Es ist wahr, dass seine Verbrechen weit in der Vergangenheit liegen. Aber die Gerechtigkeit zählt keine Jahre. Die Klingen jagen ihn seit Jahrhunderten, aber er wurde von den Graubärten und dann von den Kaisern beschützt. Um der Gerechtigkeit willen muss er für sein Verbrechen mit dem Leben bezahlen. Bis das geschehen ist, verhindert mein Schwur als Klinge leider, dass ich euch Hilfe anbiete. Interessant. Sehr interessant. Gerechtigkeit kann hart sein, aber es ist immer noch Gerechtigkeit. Parthenax hat den Tod verdient. Tja, dann würde ich sagen, wie es... Dann kam der Lichtblitz. Nur am Horizont, inmitten der Wolken. Tja, dann würde ich einfach mal Grenze sagen... zwischen den Welten bilden. Es hätte ein Blitz sein können, aber der Donner fehlte. Im Traum wuchs die ungute... Tja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, halt einfach mal deine Scheißfresse, Opa. Ich würde einfach mal sagen, dass wir diesen alten Drachen einen Besuch abstatten und ihn den Kopf abschlagen. Denn mein Meister hat es befohlen. Und was mein Meister mir befiehlt, werde ich ohne Fragen ausführen. Ob es der richtige Weg ist, der gute Weg, der böse Weg,
Ja, man kann das ähnlich wie Star Wars vergleichen. Ja, die Sith-Seite und die Jedis halt eben. Das ist immer so, naja, so dieses gut-böse Yin-Yang-Geschichtle da. Ja. Tja, aber was mein Meister mir eben sagt, ich bin praktisch die rechte Hand meines Meisters und so wird das halt eben gemacht. Das ist reine Geschäftssache. Wobei ich den Drachen eigentlich ganz gut fand, denn es ist schließlich der erste Drache, der auf meiner Seite stand, bis jetzt zumindest. Er wird bestimmt nicht erfreut sein, wenn ich ihn umlegen werde, aber naja, wir werden ja sehen. Teletubbies. Aha. Namira. Aha. Mein Schatten, Mane, Ross ist nach wie vor auch ein stolzer Begleiter. Nun, aber gleichzeitig kann sich bei dieser gleich epischen Schlacht auch mein neuer Begleiter Torva unter Beweis stellen, ob er würdig ist, ein Nachfolger zu werden. Tja, das werden wir jetzt gleich sehen. Hallo, alter Drache. Grem Yolok, seid gegrüßt. Die Klingen tun gut daran, mir nicht zu vertrauen. Unika Niof, ich würde einem anderen Dover nicht vertrauen. Dorf Wachlan Fachel. Was? Wir wurden geschaffen, um zu herrschen. Ah, so. Der Wille zur Macht liegt uns im Blut. Auch aha, ihr spürt es in euch. Ja, oder ja. Nicht? Doch, doch. Deswegen werde ich mir euch jetzt gleich töten. Kann man vertrauen. Ich weiß es, aber sie wissen es nicht. Unika Niof Dova. Allah, Allah, Ahmed, Ahmed, Allah. Dova zu misstrauen. Ich habe mein Wesen nur durch Meditation und lange Studien des Weges der Stimme unterdrückt. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht versucht bin, zu meinem angeborenen Wesen zurückzukehren. Sin Krevorwut. Was ist besser, als gütiges Wesen geboren zu werden oder das Böse in euch durch große Anstrengungen zu überwinden? Ah, nicht so kompliziertes Gespräch hier. Ich will dich töten, dass ich mein Geschäft fertig machen kann. Tja. Ja. Über diese Frage denke ich schon lange nach. Lingrach Morar. Allah Solomon. Ich habe die Stimmen von Alduins Verbündeten im Wind gewittert. Pogan Nachlas. Vokri Vachdun. Solanana. Es gibt einen, an den ich mich gut erinnere. Odawing. Er kann uns sagen, wohin Alduin verschwunden ist. So, nachdem du mir die wichtigsten Informationen mitgeteilt hast, darf ich dich jetzt sicherlich töten. Wir kennen also seinen Namen und wie bitte soll das dabei helfen, ihn in die Drachenfeste zu locken? Allah Amo Anama Anatoma. Ah, ich vergaß, wie wenig ihr von dem Dorf wisst. Unsere Namen sind immer aus drei Rotmulag zusammengesetzt. Was? Worte der Macht. Ach so. Versteht ihr? Naja. Parturnax. Ein Tum, ein Schrei. Ja. Okay, das ist schlimmer als Latein. Warum sollte er kommen, wenn man ihn ruft? Er ist nicht gezwungen zu kommen. Aber die Dorf sind von Natur aus stolz. Nur wenige könnten einer solchen Herausforderung widerstehen. Besonders von euch, Dovahkiin. Dovahkiin. Aber Odawing, er ist eigensinnig, busig, unbesonnen. Selbst unter den Dorf war er dafür bekannt. Er wird der Herausforderung durch eure Stimme nicht widerstehen, Dovahkiin. Er wird kommen.
Nun hört seinen Namen. Odaving. Wittert ihn im Wind. Odaving. Odaving. Heil Odaving. Heil Odaving. Odaving. Bla, bla, bla. So. Alles klar. So, okay. Schauen wir einmal in das Zauberbuch nach und gucken uns mal an, was wir hier so, wie dieser komische, komische Spruch lautet. Na, wo bist du? Ah ja, hier. Tja, das ist jetzt doof. Ich wollte dich eigentlich töten. Sprecht. Ich höre zu. Odaving wird sich eurer Herausforderung stellen. Brosig, Krillot. Er wird eurem Ruf nicht widerstehen können, der vom Berg der Dova selbst ertönt. Okay. Tja, wie ihr selbst seht, konnte ich leider jetzt bis jetzt mal den Auftrag meines Meisters nicht vollenden. Deswegen werde ich jetzt erstmal, je nach Bezahlung, seinen Auftrag ausführen. Welche Ironie. Naja, okay, wir müssten also wieder zum Charl. Der wird sich sicherlich schon freuen, dass er bald einen Drachen zu Besuch hat. Und ja, mal sehen, was jetzt so kommt. Habe ich eigentlich nicht Equipment für dich? Du bist Einhandkämpfer. Ah, ich habe was für dich. Ich bin noch da. Was braucht ihr? Ich brauche nichts, ich gebe dir was. Also dein Schwert ist einfach Müll, muss ich einfach mal sagen. Deswegen gebe ich dir, ich, großer Ork aus Highrock, der Gnadige, der erbarmhafte, sündhafte... gebe dir auf alle Fälle eine schöne Waffe. Geben. Genau. Ein Schild kann ich dir leider nicht geben, oder? Aber ich kann dir vielleicht einen Ring noch geben hier. Und vielleicht kann ich dir auch irgendwas Gutes geben. Seltsames Amulett. Was sind das für ein Amulett? Ein Totenkopf drauf. Egal. Ja, Amulett von Akutosh. Ne, braucht er nicht. Ja, das kann er haben. Genau. So, ist er schon mal ein bisschen besser ausgerüstet. Okay. Dragon's Rage. Hey ja, hey ja, hey ja, hey, hey ja, hey. Ja, was ist denn da los jetzt mit den Ladenvorgängen? So lange dauert es doch gar nicht, oder? Wir sind bereit, Drachenblut. Gebt einfach das. Mögen die Götter über eure. Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Meine Männer wissen, was zu tun ist. Schön. Stellt sicher, dass ihr eure Schuldigkeit tut. Okay. Ich lege das Schicksal meiner Stadt in eure Hände. Ich habe Doa, diesen Doa-Wing gerufen. Ah, okay. Wahrscheinlich kann ich nicht innerhalb des Schlosses rufen, sondern ich muss außerhalb sein. Ist ja logisch. Da drin in diesen steinernen Mauern hört mich keiner. Das ist wie ein eisernes Gefängnis. Selbst ein Dova-King hört man hier drin nicht. Deswegen werden wir hier auf diese Terrasse rausgehen und ja, dort nochmal unser Glück versuchen.
Mal schauen, ob wir den schlachten dürfen, aushäuten dürften und dann die Innereien braten dürfen. Vor allem der Dickdarm eines Drachens. Er hat schon eine beträchtliche Länge. Tja, dazu empfehle ich das Buch Grundkurs Anatomie der Drachen. Lektüre 1. Genau. Okay. Ja, ich habe halt diesen Zauber-Dings da gesprochen. Er funktioniert aber nicht. Interessant. Also los. Beschwör, wir sind bereit, wenn ihr es seid. Der Drache will also so nicht kommen. Dazu. Es wäre ja auch viel zu einfach. Der ist nicht doof, der Drache. Ja, vielleicht kann der Schaffer. Ich habe einen Schein, der den Namen also findet. Mit ihm kann ich diesen Drachen versuchen. Dort versuchen habe ich ihn. Tja, ja. Habe ich schon den richtigen Ruf? Drachenruf. In meiner Zeit der Not. Ja, das ist wie Pokémon. Ich rufe Pikachu und hier rufe ich eben Odawing. Auraflüsse. Naja. Ihr habt doch einen Plan parat, um einen Drachen anzulocken, oder? Ja, ja. Scheiß Drache kommt nicht. Was ist denn das für ein Drache, bitteschön? Was ist das? Gut, dann ruft eure Drachen an. Wir sind bereit. Gut, Abing! Da tut sich nichts. Laden wir nochmal auf, oder? Wo ist der Drache, bitteschön? Ich sehe ihn gar nicht. Drache. Da kommt kein Drache. Oh ne, kein gutes Zeichen. Wow, fuck, scheiße. So, jetzt habt ihr's, jetzt habt ihr's. Jetzt seid ihr die Deppen. Hier drüben, Schossknochen. Achte! Halt die Deckung, bis es unten ist. Spüre meine Pfeile. Die Nacht erschwert natürlich die Sicht.